Wie in anderen Videokonferenzprogrammen auch, können wir bei WebEx verschiedene Rollen festlegen. Das heißt, definieren, welche Person was in einem Meeting darf, welche Rechte er oder sie hat. Und genau diese Rollen schauen wir uns in diesem Video an. Ich wünsche viel Spaß damit. Damit wir in unserem Meeting etwas Ordnung reinbekommen und nicht jeder alles darf, können wir natürlich auch in WebEx durch die Rollen verschiedene Berechtigungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch verteilen. Ich habe jetzt schon mal eine WebEx-Konferenz vorbereitet mit drei Usern und habe mir jetzt hier als Host, also als Gastgeber, über diesen Button die Teilnehmerliste anzeigen lassen. Der Gastgeber ist das Pendant zum Host bei Zoom. Das heißt, ich bin der Lizenzinhaber, ich habe das Meeting initiiert und ich habe jetzt auch alle Rechte. Das heißt, ich kann das Meeting sperren, ich kann Breakout-Räume, Kleingruppenräume öffnen, ich kann Leute rausschmeißen. Das heißt, ich habe auch die Verantwortung über das Meeting. Natürlich muss ich nicht nur alleine Gastgeber sein. Ich kann entweder meine Gastgeberrolle einmal in einem Meeting an jemand anderen vergeben oder ich kann mir auch sogenannte Co-Host oder Mitgastgeber benennen, indem ich mir einfach die Personen aussuche, jetzt hier zum Beispiel als Browser oder den Browser, klicke dann mit der rechten Maustaste drauf, wähle Rolle ändern und sage dann eben zum Mitgastgeber ernennen, werde noch einmal um Bestätigung gebeten und schon ist diese Person jetzt Mitgastgeber mit den entsprechenden Rechten, auch Personen stumm zu schalten oder aus dem Meeting rauszuschmeißen. Und genauso wie ich dieses Recht, diese Rolle vergeben habe, kann ich diese Rolle auch wieder entziehen. Das heißt, ich klicke mit der rechten Maustaste drauf, sage Rolle ändern und sage Rolle des Mitgastgebers entfernen. Jetzt sehen wir, gibt es hier auch noch mal weitere Rollen. Es gibt nämlich auch noch mal den Moderator. Und ein Moderator ist noch mal eine etwas abgeschwächtere Form. Das ist nämlich die Person, die nur freigeben darf. Die hat keine Befugnisse, was Mikrofon oder sowas angeht, sondern kann sich nur um Kommentare und um die Freigabe kümmern. Ideal also, wenn wir Referentin oder Referenten haben, die eine Präsentation vorführen wollen. Und dann kann ich einfach hier auf Moderator ernennen klicken. Und ich sehe direkt hier oben, gibt es einen kleinen roten Pfeil nach oben, den Freigabepfeil, so sehe ich direkt, welche Person gerade Moderator ist, weil es kann leider nur eine Person zum Moderator hier ernannt werden. Ist nun der nächste Referent dran, müsste die nächste Person zum Moderator ernannt werden, muss ich das jetzt nicht umständlich über die rechte Maustaste tun, sondern ich kann einfach mit der Maus auf diesen roten Pfeil gehen, die linke Maustaste gedrückt halten und auf die nächste Person ziehen. Hier werde ich gefragt, möchte ich diese nächste Person zum Moderator benennen? Ja, und zack, passiert das dann eben mit Mausklick. Genauso gut, wenn ich die Moderationsrechte wieder entziehen möchte, dann nehme ich die nicht weg, sondern ich verlagere sie im Prinzip auf meine eigene Person. Das heißt, ich klicke dann wieder mit der Maustaste drauf und gebe mir als Gastgeber die Moderationsrechte und schon sind wieder alles normale Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es gibt zudem noch weitere Rechte oder Funktionen. Das heißt, ich klicke jetzt mal nochmal auf Rolle ändern, rechte Maustaste und ich sehe jetzt hier Protokollführer ernennen. Diese Funktion steht natürlich oder steht nur Personen zur Verfügung, die über die WebEx-Software teilnehmen. Das gibt oder funktioniert nicht über den Browser. Und zwar hatten wir in einem anderen Video schon mal gezeigt, dass es bei WebEx unten ein kleines Textprotokoll gibt. Und generell kann ich einstellen, bei WebEx in den Einstellungen, in den Meeting-Optionen, gucken wir hier mal ein bisschen rüber, kann ich unter Protokolle festlegen, dass entweder nur ein Teilnehmer Protokoll führt oder dass alle Anwesenden Protokoll führen dürfen. Wähle ich alle Anwesenden, so hat jeder Teilnehmer unten diesen Button mit Protokolle und kann für sich selber Text mitschreiben und den für sich abspeichern. Wähle ich ein Teilnehmer als Protokollführer, dann kann nur diese eine Person das Protokoll schreiben, es aber dann den anderen entsprechend auch teilen. Das gucken wir uns jetzt mal gerade an. Ich wähle hier den Demo-User, rechte Maustaste, Rolle ändern, zum Protokollführer ernennen und klicke jetzt hier auch direkt mal in das Zoom-Fenster von dem Demo-User und ich sehe direkt hier rechts unten ist so ein kleiner blauer Button jetzt erschienen, so ein Kreis bei Protokolle, das heißt das Signal, aha, ich bin Protokollführer und jetzt kann ich hier
Protokoll schreiben. Das ist, wie gesagt, normaler Texteditor. Nur für diese eine Person kann dieses Protokoll natürlich als Textdatei abspeichern oder kann eben auch sagen, veröffentlichen, sodass alle anderen Personen in dem Meeting das Protokoll entsprechend auch sehen können. Ich klicke jetzt hier nochmal in meine Ansicht als Host. Auch hier sehe ich jetzt wieder diesen blauen Button bei Protokolle und sehe jetzt hier bei mir im Protokollfenster das, was die andere Person gerade geschrieben hat. Grundsätzlich kann ich die Rollen wie auch die Privilegien, was einzelne Personen dürfen bei WebEx, mehr oder weniger intuitiv auch, ich sag mal, verändern, indem ich einfach auf die einzelnen Benutzer draufklicke mit der rechten Maustaste und nicht auf Rollenändere gehe, sondern auf Privilegien zuweisen. Dann kommt hier nochmal so ein extra Fenster. Da kann ich dann auswählen, entweder für einzelne Personen oder auch für Benutzergruppen, für alle Teilnehmer, dass zum Beispiel Dokumentteilen erlaubt ist oder Dokumentspeichern erlaubt ist und so weiter. Kann ich im Prinzip einzelne Privilegien auch nochmal separat festlegen. Soweit erstmal zum Rollenverständnis in WebEx, welche Funktionen und Möglichkeiten es da gibt. Wenn ich was vergessen habe, ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich alles Gute und bis bald. Tschüss.